You all sure have a lot of traditions. In Masuk, it's our connection to our past that keeps us going. I'll say, it's kept you going for 5 years. And yours has kept you running for 30. I'm gonna look at this thing over here. Okay. Toll, wie Manea hier ausweicht. Also, Manea fängt an. Ihr habt wirklich jede Menge Traditionen, sagt sie zu Sagani. Und Sagani, im Masuk ist es unsere Verbindung zu unserer Vergangenheit, die uns vorantreibt. Manea, das kann man laut sagen. 5 Jahre lang hat sie dich jetzt vorangetrieben, sagt Sagani. Und deine lässt dich seit 30 Jahren davonlaufen. Manea darauf nur, ich sehe mir diese Sache hier drüben an. So. Was ich übrigens sehr interessant finde, ist, dass Cat Noir schon lang nicht mehr angegriffen wird. Entweder weil ich im Augenblick Frieden mit dem Adra-Drachen habe. Mal gucken, wie leicht oder schwierig der jetzt zu besiegen ist, jetzt nachdem ich 4 Level über ihm bin. Back to warm your hand, Jay. What can I top quality bear? Also erstmal Manea gegen Edea. Edea nach fast ganz vorne. Ja, Edea ist da, wo er hingehört. Und dann machen wir seine 3 Level-Ups. Hoffe ich mal. Also auf 14, 15 und 16. Ah, ruhig einen Punkt in Athletik. Bonus niederstrecken. Defensiv. Wie wär's mit überlegener Abwehr? 6 Punkte übrig. Bringen mir gerade nicht viel. Verteidiger. Energische Verteidigung. Hast du noch irgendwelche Passivsachen? Ungebrochen ist einmal wieder auferstehen. Nee, das ist auch modal. Ein 200er Hieb, Ansturm. Nehmen wir mal furchtlos. Furchtlos klingt gut. So, jetzt haben wir 12 Punkte. Davon gebe ich einen in Überleben und einen in Heimlichkeit. So. Bonus niederstrecken wäre nicht schlecht. Wilder Angriff brauchen wir nicht. Blutiges Gemetzel. 20% Treffer gegen Ziele mit niedriger Ausdauer. Oh, blutiges Gemetzel wäre eigentlich ganz nice. Und damit sind wir fertig mit Edeas Stufenaufstieg. Ja, wir könnten auf jeden Fall Edea mit dem in der Sumpfdrachenschuppe auf legendär bringen. Mhm. Aber erstmal die Dürgan-Verstärkung. So, dann gucken wir mal kurz. Achso, das ist das Schild. Dann gehen wir mal nach Gegenstandstyp. Nicht wirklich. Wobei, das ist ja besser.
Und das Drachenschild hier? Das ist natürlich sehr nice. Ist ja auch ein seelengebundenes Schild. Das kriegt ihr der einfach mal. Warte, das ist doch ein mittlerer Schild, oder? Ja. So. Füge Feinden mit mindestens 75% Ausdauer 300 Schaden, um die nächste Stufe freizu. Ja, das sollte möglich sein. Haben wir auch zufällig einen besseren Säbel für ihn? Na, Fegefeuer ist besser als Entschlossenheit. Und auch auf jeden Fall besser als der Blutschnitter. Dann haben wir keinen besseren Degen für ihn. Rüstungsmäßig kriegt er nachher seine Rüstung wieder. So, was trägt er für einen Gürtel? Verfassung. Okay, Verfassungsgürtel. Trägt er irgendwas, was Macht gibt? Ah ja, ein Ring. Könnt ihr ihm das mit Entschlossenheit geben? Kauns Schwur, ein Ring der Macht. Was für Ringe haben wir denn? Was trägt er um den Hals? Reflex und Heilungsbonus. Was könnten wir ihm da geben? Dann kriegt er das hier erstmal um die hier hinten. Das sieht schon mal gut aus. Helm. Ein Helm der Macht plus 3, plus 4 Macht. Unbeugsam. Ach du meine Güte, sieht das scheiße aus. Nein, danke. Vergeltung. Ja. Abwehr, Abwehr. Gürtelmäßig haben wir Verfassung schon. Abwehr, Nahkampfschadensbonus, Gewandtheit, Schnelligkeit. Ne, dann kriegt er hier die Entschlossenheitshandschuhe. Was können wir ihm an die Füße packen? Dann kriegt er die Stiefel noch, so. Ja, würde ich sagen, ist er jetzt gut ausgerüstet. Wir haben noch 4 Stahlbarren, also verbessern wir auch seine Waffe. Könnte auch mein Schild verbessern. Sollte aber auch gucken, dass ich bei anderen Leuten noch Sachen verbessere. Ja, aber dazu später, wenn es soweit ist. So. Ich habe doch einen Ring gerade abgelegt von Idea. Ja, der Macht.
Ist das der Ring? Ja, das ist der Ring. Gut, dann kann ich theoretisch auch die Handschuhe tauschen. Nahkampfschadensbonus wäre zum Beispiel nicht schlecht. Steigere ich durch irgendwas meine Gewandtheit? Nein, nur durch den Goldteil-Rastbonus. Dann würde ich doch eher die Gewandtheitshandschuhe hier nehmen. Also Fulvanus-Handschuhe. Kanasturban. Okay. Gut, jetzt sind alle richtig ausgerüstet. Back to warm your hand, Jay. Das heißt, ich hätte gerne ein Zimmer. Rasten. I'm here. So, das heißt, wir können uns aufmachen zu Kerons Narbe. Und dort kommt es zum großen Showdown mit den Augenlosen. Gut, wir sind alle Max-Level. Wir sind gut ausgerüstet, wir sind ausgeruht. Licht der Liebenden hinzugefügt. Okay. Oh, auf Bayreuth habe ich total vergessen. In den letzten 2 Jahren haben Seeleute auf der Anmut von Kiamena spät nachts auf 2 Lichter über den Wellen tanzen sehen. Wer nah genug an die Lichter herankam, der berichtete von 2 Frauenstimmen, die ein unvergleichlich schönes Lied singen. Manche glauben, es würde sich um die Seelen von Alessa und Pelane handeln. Diese beiden Liebenden wurden vor 100 Jahren von einem wütenden Mob aus Arsene getrieben und über die Klippen in den Tod gejagt. Die Duchessa von Arsene verurteilte das Verhalten des Mobs, aber die Songretta Dulcar Ducala zeigte sich unbeeindruckt und hielt es für nicht für nötig, nennenswerte Strafen zu verhängen. Seit das Gerücht von den Lichtern die Runde macht, besuchen romantisch veranlagte Valianer nachts die Klippen und rudern sogar in kleinen Booten hinaus, um einen Blick auf die Geister zu erhaschen. Der neue Duke von Anzense müht sich, dieses Verhalten einzudämmen. Um es vollständig auszurotten, will er die Geister zur Ruhe betten. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wann und wo sie erscheinen. Für Geister ist die trauernde Mutter am ehesten geeignet. Oh, manche von denen sehen aber übelst hübsch aus. Once more I am called upon to set right the gods' transgressions. It has become a tiring refrain. Und wieder einmal muss ich die Fehltritte der Götter zurechtrücken. Es ist ermüdend. Not a sound. Also ich kann 2-mal Katapulte und ich kann 1-mal die Kanonen abfeuern. Und ich kann 1-mal pro Ruhephase die Oger rufen.
Hm,